Was geht? Dann ganz schön herzlich willkommen zur neuen Folge. Monty Friends mit Christian, Peter und dem Programm. In der heutigen Challenge-Zweig-Folge habe ich mir einfach einen Beach in den Hintergrund gesetzt. Ja, war voll kreativ, Alter. Deine Mutter ist kreativ, Alter. Beach? Ja, das ist so ein Strand. Die hat doch Quick Life gespielt. Ja, das gab so, ja, aber Challenge. Ey, Quick Life ist voll geil. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und Hadi hat nur gewonnen, weil ich krank bin. Aber was machst du da für einen Scheiß? Ich hab einfach nur gewonnen, weil du scheiße warst. Na, deine Mutter ist scheiße. Nee, aber weil Hadi ja keinen Greenscreen hat, heißt denn hier ich starten, muss mich da auch in so ein Viereck setzen. Und dann habe ich die Chance genutzt. Und es gab wirklich jemanden in den Kommentaren, der kann aber auch getrollt haben, der gesagt hat, ist Peter am Strand oder was? Ja, war sicher. Ganz witzig. Ja, das hatten wir ja damals bei Let's Play Poker auch. So, wir sind in Vegas. What? Ramon ist ein bisschen rot angelaufen, hat zu viele Karotten gegessen. Oh ja. Wally, weißt du eigentlich, dass Fantasy Life mal das totale Suchtspiel ist? Boah, ja, übelst, Alter. Ich bin schon Paladin, Schmied und Schürfer und geh voll ab, echt? Alter. Ja. Krass. Also ich hab schon, also ja, klar. Ich hab als Schmied angefangen und hab ich mir gedacht, alles klar, ich will mir ja die Materialien nicht kaufen, also Schürfer. Und damit ich nicht die ganze Zeit beim Schürfen auf die Fresse kriege, erstmal Paladin machen. Das verstehe ich nicht. Muss man da Berufe annehmen oder was? Ja, das ist so ein bisschen ein erweitertes Harvest Moon, sag ich mal. Ja. Das ist japanisch? Aber, das ist so wie. Es ist auf jeden Fall von Level 5, die auch Ni No Kuni gemacht haben. Okay. Also es ist eigentlich Die machen Ni No Kuni, so ein Ausnahmespiel, und danach machen die sowas, was jetzt vielleicht schlecht ist, aber nicht Ausnahmespiel ist. Ja, ich sag mal, Fantasy Life ist jetzt kein Ausnahmespiel, ja, aber ich finde so, um sich mal so ein, zwei Stündchen in den 3DS zu hocken, ist das schon sehr geil. Ja, verdammt! Lol, also als ich gerade mit dem Kopf da drauf war, konnte ich nicht Start drücken. Nee, du musst ja andocken. Weil man gehuckt sein muss. Sehr frech. Aber naja, ich warte ja sowieso bis Freitag, ne? Dann geht's hier erstmal Smash-mäßig los. Auf Freitag kommt Smash Bros. Fürs Ding. Oh ja. Ja, für ein 3DS. Ja, mega geil. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich da wie ich zocke die ganze Zeit die Demo jeden Tag. Du hast 30 Mal darfst du die Demo starten. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich noch übrig habe. Ist quasi vollumfängliches fertiges Spiel, nur auf 30 Mal begrenzt. Nee, du kannst nur 4 Charakter auswählen im Smash-Modus und hast auch nur eine Stage, auf der du kämpfen kannst. Was ist denn für eine Logik mit den 30 Mal? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wahrscheinlich ist die Demo aber so cool, dass sehr viele Leute aufs Hauptspiel verzichten würden, wenn sie nur die Demo die ganze Zeit zocken können. Also ich muss sagen, so wie früher Battlefield 1942, die Demo hatte ja auch nur eine Map, aber die haben mehr Leute gespielt als das Hauptspiel nachher. Nee, das glaube ich nicht. Du kannst Link, Mario, Pikachu, Mega Man und das war's, glaube ich schon. Mehr kannst du nicht zocken. Für manche ist das genug. Das ja, das mag so sein. Anspruchsvoll wie du, Bitch. Das mag sein. Also die Demo ist auf jeden Fall schon sehr, sehr fett. Also wie gesagt, hat mir den. Sag mal, habe ich irgendwie was verpasst? Müsste ich nicht mal dann so wieder dran sein? Du bist, glaube ich, danach dran. Ich habe es ja noch nicht probiert, die Demo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es dir immer noch. Aber ich bin auch nicht heiß drauf, so gar nicht. Jetzt, morgen kommt erstmal Schatten von Mordor, das finde ich irgendwie spannender. Ja, da warte ich, bis das im Deal ist. Ich kann eh nicht so viele Spiele gleichzeitig anfangen, weißt du, hier Forza und Destiny und Fantasy Life und Smash Bros. Destiny spielst du bestimmt noch voll krass, oder was? Hast du überhaupt angefangen mit Destiny? Ich bin Level 11. Okay. Also, aber ich spiele sehr, sehr sporadisch, sag ich mal. Das Spiel ist auch einfach nicht gut. Nee, es ist leider überhaupt nicht. Ich habe eine Mission gemacht und dann hatte ich schon wieder keinen Bock mehr, weil das halt immer Also ich fand okay, den PvP so, hat das sogar so relativ viel Spaß gemacht. Also das Einzige, was einen am Spielen hält, ist die Hoffnung darauf, eine neue Waffe zu finden. Die Story ist völlig banal und du kämpfst immer gegen die gleichen Gegner. Also du läufst immer durch die gleichen Gebiete. Ich glaube, wir sind einfach nicht so die Borderlands-Spieler. Problem ist, die Leute, die Borderlands mögen, sagen, dass Borderlands besser ist. Ist es auch. Ich fand die Waffenauswahl bei Borderlands beispielsweise sehr, sehr viel geiler und die Gegnerauswahl und so. Klar waren das auch schlau. Nein, das war nicht mal so krass. Ah, vielleicht ein bisschen, aber ich fand es auch generell schön. Also das ist voll ätzend, dass der da unten wieder dran kommt. Ja, und Spaß.
Fuck you, Bitch, jetzt machen wir das! Aber ich bin natürlich gerne sehr auf euer Fazit, was Shadow of Mordor angeht, gespannt. Ja, hast du mal die Tests gesehen, ey, Alter, Vater, ja, ich hab, geht ja ab wie sonst was. Ich hab gesehen, dass das sehr 9, cool ist. 9, 93, 92. Aber da war ich auch sehr überzeugt von, als ich die ganzen Trailer und so gesehen habe. Das sah ich überhaupt schon nicht. Cool, ich hab aus. Das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, bis ich das auf der Gamescom gespielt habe, ehrlich gesagt. Boah, wie geil war das denn bitte? Voll sanft, Alter. Ja, genau, so schmatzig ich auch immer deinen Schaft. Aber ich bin gerade auf den Arsch gehauen. Ich werde es mir aber trotzdem für die Konsole holen. Also wenn du Bock hast, ja, so. Jetzt in den nächsten Tagen, je nachdem, ich weiß nicht, ach Quatsch, die Battlefolge kam schon raus. Shadow of Mordor läuft bei uns, ich hab gezockt, mega geil war's. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich erwarte mir da eigentlich ziemlich viel von, wenn ich ehrlich bin. Das Geile ist aber, dass ich nicht weiß, was ich mir davon erwarte. Weißt ich du, auch nicht, das ist das Wunderschöne. Ich weiß, das soll ein ganz gutes Spiel sein, aber so richtig vorstellen kann ich mir das noch nicht. Und ich will mir auch gar nicht vorstellen. Ich will das Spiel quasi, weißt du, nicht so wie bei Destiny, wo man vorher 1000 Trailer oder so gesehen hat, sondern ich will einfach so auf mich zukommen lassen. Und erst dann wird das, glaube ich, also richtig cool. Weil dann kann man noch positiv überrascht werden. Okay. Boah, Alter. Jetzt nicht dran vorbeifliegen. Boah, Alter. Boah, wunderschön. Wieso komme ich da am Anfang nicht? Deswegen gucke ich mir zu keinen Spielen irgendwelche Trailer an. Ja, absolut zu Recht. Auch so zu Kinofilmen oder so mal hin und wieder, aber echt selten. Deswegen werde ich mich jetzt auch die nächste Zeit erstmal zusammenreißen und mir nur neue Spiele holen, wenn ich die alten noch abgeschlossen habe. Sonst werde ich Fantasy Life nämlich beispielsweise nie zu Ende spielen, wenn ich mir jetzt schon wieder Shadow of Mordor hole. Ja, das ist sowieso nie zu Ende. Moment, aber ich habe eine Frage. Du wolltest ja für die Konsole holen, aber du wolltest auf den Deal warten. Wie machst du das eigentlich? Ja, das ist auch eine gute Frage. Keine Ahnung, wenn dann irgendwann mal günstiger ist oder ich hol's mir halt im GameStop, wenn ich irgendein anderes Spiel abgebe oder so. Keine aber du hast deinen Fernseher nicht an deinen Rechner, oder? Plus. Ja, okay, ja, vielleicht muss ich da warten. Vier Jahre oder so. Ja, los, komm schon. Da muss er noch Glück haben. Aber vielleicht ist es ja im PlayStation Store irgendwann mal im Angebot. Das kann ja auch sein. Man weiß es ja nicht. Sein. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt gerade, habe ich ja keinen Bock, den Vollpreis zu bezahlen. Das Schöne ist, das ist ja noch so ein PC-Spiel, weißt du, das nur in Anführungszeichen nur 49 Euro kostet. Das finde ich schon mal sympathisch. Mhm. Ja, während die wahrscheinlich auf der PS4 70 Euro dafür haben wollen. Mit Sicherheit. Sicherheit. Da ist der Standardpreis 69 Euro, soweit ich weiß. Ja. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist mir jetzt zu viel Geld. Eine schlechtere Grafik und 30 Frames per Second. Guter Deal. Ja, aber ich habe keinen Bock auf dem kleinen Bildschirm hier zu zocken. Ja, ja, verständlich. Wenn du keinen Fernsehanschluss an deinem PC hast, kann ich da nachvollziehen. Hast ja, du mal nicht? Du musst doch, hab ich schon, aber das Problem ist, dass der meilenweit entfernt liegt. Und wenn ich das mache, dann habe ich wieder den Input-Lag des Todes einfach nur. Ja, ich baller nur wegen diesem Kackspiel. Ja, dann spielst halt dauerhaft umbauen. Spielst halt mit 30 Frames, das ist mir auch egal. Also, dauerhaft umbauen. Kannst du das nicht auf deinen Fernseher streamen per hier Steam, wie heißt das noch? Steam Streaming? Ich weiß auch nicht. Nein, Peter, das ist so. Y, ja, genau, du kannst X, die Sachen da streamen. X, A, A, jawohl, alles cool. Wunderbra! Das hat bei Dark Souls 2 wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dieses Streaming, aber bei einigen anderen Spielen, die ich dann ausprobiert habe, nicht so gut. Im gleichen Heimnetz. Ja, das. Oh! Nein! Schade. Er wollte mir seine Hand nicht geben. Ohne Arme keine Kekse. Jetzt würde ich es nicht nochmal machen. Kommt denn im Oktober noch irgendwas Geiles? NBA 2K15, Alter. Call of Duty kommt im November, ne? Ja, das kommt wie immer im November. Call of Duty kommt 9.11. wahrscheinlich. Dritter? Oder irgendwie so weit. Der dritte, also wirklich ganz am Anfang vom November kommt das. Ah, okay. Das wird wieder, ich weiß das sowieso. Das wird wieder so ein 3-Tage-Spiel. Ja, ja, genau. Ich spiele. Aber so ein 3-Tage-24-Stunden-Spiel wieder und dann ist gut. Ne, das habe ich aber bei Ghosts auch nicht gehabt, die 24 Stunden 3. Oh! Hoppala! Machen wir doch gleich nochmal einen neuen Versuch. Jo. Ja, aber nicht so. Oh. Wie so ein Affe, ey. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Und? Na, jetzt ja, aber. Der ist schön, der ist richtig gut, Peter, der kommt. Ein Stückchen hast du noch. Können wir jetzt Gas geben nochmal? Jetzt, mit Schmackes. Mal, ja, auf jeden Fall. Mal abwarten mit COD.
Bin sehr gespannt auf das Spiel. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich bin ich überhaupt nicht gespannt auf das Spiel. Doch, ich bin insofern gespannt, als dadurch, dass ich ja auf der Gamescom noch gar nicht gespielt habe und so, und gespannt bin, ob es immer wieder besser wird oder ob es bergab geht. Also, ob es kontinuierlich weiter bergab geht mit COD. Wobei das ja auch schon wieder schwierig ist mit bergab, aber naja. Voilà. Ich oder glaube, ob die jetzt mal wieder... Der ersten CODs seit langer Zeit, wo ich... Also bei Ghost war ich eigentlich auch nicht gehypt, aber dann so 2 Wochen vorher oder so. Dann kam ich trotzdem noch irgendwie in diesen Hype-Fahren. Aber jetzt bisher bei Advanced Warfighter, null. Ich habe keine Erwartungen an Spiel, null. Kann ja fast nur positiv werden. Lol, Brammen. What the fuck? Da ist der Controller ausgegangen, oder? Jetzt muss ich Gas geben. Komm schon. Ja, schaffst du aber noch. What the fuck, ey. Alter, hab ich irgendwie falsch Taste gedrückt. Ah, oh, komm. Oh, das reicht nicht. Ach komm, Alter. Warte. Ah, das ist gut. Ja. 100! Oh nein, ach komm! Das ist aber jetzt noch mal gar nicht geil. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt so? Okay. Warte. So. Ja, genau. Wie der gerade noch gewedelt hat. Ja, das passt noch. Alles ganz cool. 20. Ja, alles ganz easy, Mann. Alter, wie hoch ist denn das Ding mittlerweile? Ja, also bei der Nuberschnitte da gerade hättest du ruhig nochmal schwingen können. Echt jetzt? Ja. Ach, guck mal. Ganz, ganz cool. Ganz cool. Nein. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, was im Oktober noch groß kommt. Ja, außer ich weiß nicht, ob du irgendwie dich auf Alien Isolation freust. Oh shit. Ich glaube, The Evil Within kommt noch im Oktober. Oh ja, das wird ja cool. Das würde ich ja, das soll ja gezockt werden, beziehungsweise das würde mich ja sehr interessieren, beziehungsweise würde ich gerne zocken. Oh, Christian. Oh. Ich hab gerade Blödsinn gemacht. Ohne Spaß, die Lampe, die Rampe links, die ist viel besser. Das wird langsam ein bisschen. Allerdings. Oh oh. Das wird nichts mehr. Das tut mir. Christian, das war sehr nett, dass du an dieser Parade teilgenommen hast, aber. Ich glaube, deine Zeit ist jetzt leider vorbei. Sieh es ein. Guck mal, wie er noch. Jetzt will er noch treu. Sorry. Bitte. Oh ja, komm. Oh Mann. Boah, ich glaube, ich muss mir gleich erstmal naturtrüben Apfelsaft holen. Wird immer wieder Zeit für naturtrüben Apfelsaft. Ja. Besser als O-Saft. Ja, das stimmt. Stehst du eigentlich auf die Farbe, weil der so aussieht wie Urin? Oh oh. Nee, Urin ist aber auch durchsichtig, Orangensaft nicht. Oder meinst du den naturtrüben Apfelsaft? Alter! Trollerlein. Du bist ein ganz schöner Penner. Finde ich. Ich meine natürlich den Apfelsaft. Ich meine natürlich den Apfelsaft. Ja, natürlich meine ich den Apfelsaft. Ich mag den, weil ich den Geschmack sehr lecker finde. Von Urin? Nein, von dem naturtrüben Apfelsaft. Weil der aussieht wie Urin. Nee, ja, außerdem hat er damit nichts zu tun. Ich sage, ich mag ja den Geschmack von naturtrüben Apfelsaft. Alles oder nichts. Ja, das nichts. Oh, ich würde sagen nichts. Komm schon, links rüber. Ich versuche es. Nella, weiter nach links. Und, ach nö, komm. Also hoffen wir, dass du nicht rechts spawnst. Oh. Links, die Rampe ist einfach geiler. In der Tat. Oh Mann, jetzt habe ich gleich nicht genug Zeit, mir naturtrüben Apfelsaft zu holen. Wobei, im besten Fall 45 Sekunden. Oh, ich würde sagen, ich habe gleich schon gewonnen. Ja, das könnte sogar tatsächlich sein, ohne was dazu zu tun. Das wäre voll geil. Ja. Wir sind alle einfach. Dann hol dir doch schon mal Apfelsaft. Nee, geht ja nicht. Ich bin aber der Mega-Move, ey. Ja, machst du sehr gut, Bram. Dankeschön für den Sieg. Ich glaube, das ist jetzt auch gegessen, das Thema. Danke, dass du mitgemacht hast. Liebe Zuschauer, ja, feiert schon mal meinen Sieg, würde ich sagen. Ich denke, das ist eindeutig. Ja, noch 10 Sekunden, das macht er sowieso nicht mehr, der Bongo. Ja, 7, 6, 5, 4, 3, verständlich. Nein!
Und nein, zwei, nein, das 1 zu 0 gewonnen! Das war das oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Ist das eine Freude. Und vielen Dank fürs Zuschauen, ihr kleinen Schnittchen. Schaltet doch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn sich nackte Männer Folge zu so einem Turm aufstapeln. Ja, also haut rein. Macht's gut. Schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao.